Moin moin zusammen. Schön, dass ihr wieder den Weg auf den Zanidos Fishing Channel gefunden habt. Wir wollen euch heute einen kleinen Spezial mal zeigen, wie man einen Seeteufel filetiert. Jetzt speziell auf den Seeteufel gerichtet ist es natürlich immer besonders spannend, wenn man noch keinen Fisch hatte, den man noch nicht an der Angel hatte und dann den irgendwie zu verwerten. Generell ist es natürlich so, dass Fische alle immer ähnlich filetiert werden. Wir wollen euch aber trotzdem mal zeigen, wie das Tobis Vater für uns erledigt hat. Wir haben die Kamera mitgenommen und werden euch jetzt einmal die Sequenzen dazu einspielen, sodass ihr in Zukunft auch selber in der Lage seid, so ein wunderbares Tier zu filetieren und das auch hochpreisige Filet voll auszunutzen und keinen Schaschlik zu hinterlassen. Ab geht's! Nochmal Suppe. Kann ich Bjarne komplett durchstecken, ja. Mit das Maul. Eine neue Wintermütze. Nee, geht er mit auf Karneval? Jetzt hab ich gesagt, ja. Karneval auf, oder nicht? Nee. Wir lassen so einfach mehr Seeteufel fahren. Oder mehr Halbwurst. Ja, weil wieder so selten. Oh. Weißt du, was gut gehen soll? Weißt du was? Ja, das ist die blöde Bewegung. Ne? Ja. Also, der ganze Fotobomacher, tolle Idee.
Jahr nicht, oder? So hast du nicht ausgesehen mit 5. Das ist ein Ding, ich kam da so auch hoch, so kommt die hoch. Dann konnte ich mein Cutback kommen, nur so auf 15 Meter. Er hat den pilotiert. Er sagt, der noch Bernhard, ja. Er steht in den anderen da vor mir und sagt, was hast du da für einen Scheiß gemacht?